hört sich richtig eklig an. Geil. Boah, das ist voll lecker. Oh, ein Eis müssen wir da rausmachen. Boah, das riecht so gut. Guck mal. Mach das nach. Mach das mal. Das, wir machen jetzt gesundes Cookie Dough. Du kriegst heute keinen Lohn. Hallo, ich krieg diese Mandelmilch nicht auf. Hallo. Heute gibt es mal wieder einen ganzen Tag TikTok-Trendfood. Es gibt kein TikTok-Trendfood mehr, aber Rezepte auf TikTok, die ich schon immer mal ausprobieren wollte. So, zum Frühstück gibt's Brot mit Avocado und Ei. Ich glaube, ich toaste das vorher noch. Und zwar habe ich schon ein paar Videos gesehen. Die machen sich so ein Brot mit Avocado und da drauf kommt ein Ei, aber nicht ganz normal oder als Spiegelei oder so, sondern die raspeln das so da drauf. Und es sieht sehr lecker aus, finde ich. Ich habe hier so was Guacamole-mäßiges jetzt gemacht, weil ich finde, Tomate und Ei passt sehr gut zusammen. Der Avocado-Kern sieht einfach aus, als würde er bluten, da wo ich reingeschnitten habe. Wieso ist das so? Das habe ich noch nie gesehen. So, und jetzt raspeln wir das Ei einfach auf das Brot. Wow, das sieht so cool aus. Oh Gott, das reicht schon. Geil. Boah, das ist voll lecker. Das ist so lecker. Es schmeckt besser, als wenn man es nicht geraspelt hätte. Ich schwöre. Das Gefühl habe ich auch. Es verteilt sich halt so gut, so das Gelb und das Eiweiß so. Das ist so eine gute Idee. Du kannst das mit dem Ding. Ey, das wusste ich auch noch nicht. Das war gerade aus Versehen. Geil. Ich war gut. Hey, wir probieren jetzt was aus. Und zwar machen wir jetzt Orangensaft mit Kaffee. Es hört sich richtig eklig an. Wir haben auch kein Espresso, wir haben nur so Cold Brew, aber klappt schon irgendwie bestimmt. Ich habe was für dich, das du ganz sicher kannst. Ein Glas aufmachen. Ganz leicht. Versuch du es mal. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Cause I got you. Aber es sah nach mehr Orangensaft aus. Also es war definitiv, ich glaube, er hatte erst ein volles Glas Orangensaft und hat dann erst den... Ich glaube auch. Espresso rein. Stopp! So? Ja. Boah, als ob das schmeckt. Ich kann also ja auch nicht gut. Du bist nicht, du findest es nicht ungeil. Also du weißt es noch nicht, oder? Also es ist besser als gedacht, aber die Vorstellung ist so ekelig, dass mein Kopf so denkt, nee, das kann nicht schmecken. Das schmeckt übelst wie Softcake. Ich würde es aber, glaube ich, nicht nochmal machen. Ich auch nicht. Möchtet ihr? Es könnte vielleicht sehr erfrischend... Oh, ein Eis müssen wir daraus machen. Ein Eis? So am Stiel. Oh. Wir könnten da noch Sahne reinkippen und dann ist das so Solero. Ja, aber dann brauche ich keinen Kaffee mehr dazu. Und 43er. Das wäre ein geiler Cocktail. Das wäre aber wirklich mal ein Versuch. Also. Aber jetzt nicht, weil wir haben... Mittags. 12 Uhr. So, zum Mittagessen machen wir jetzt gesundes Brot. Ich habe das ständig auf meiner For You und ich habe es noch nie gemacht, aber ich finde, es sieht sehr lecker aus. Also sie nennt das gesundes Brot. Ist ja eh immer so eine Definition, was gesund heißt. Aber ich glaube, das hat echt ganz gute Werte. Aber gesund ist nicht immer gleich wenig Kalorien. Also es gibt erstmal so eine Basis. Der Hauptteig besteht aus 2 Esslöffeln Haferflocken, dann 4 Esslöffeln Joghurt. Ich habe hier jetzt nur Quark, aber ich denke, das wird genauso gut gehen. 2 Eier. Und dann wird das nur noch mit Salz, Paprika und Knoblauch gewürzt. Das ist jetzt so dieser Standardteig und da kann man sich jetzt alles reinmischen, was man will. Ich mache das jetzt ungefähr so, wie sie das auch immer macht. Sie tut da immer Zwiebeln, Frühlingszwiebeln, wie heißt das? Frühlingszwiebeln, ne? Und Thunfisch rein und ich habe jetzt noch Paprika dazu gemacht. Dachte, das könnte passen.
Das sieht so lecker aus. Dann verteilt ihr das einfach nur auf einem Backblech. Also eigentlich denke ich, dass das für eine Person ungefähr ist. Flo und ich teilen uns das jetzt erstmal, weil wir heute, glaube ich, noch einiges essen werden. So, und dann kann man das so ein bisschen ausbreiten. Und das kommt jetzt für 20 Minuten bei 200 Grad Ober-Unterhitze in den Ofen. Boah, das riecht so gut. Guckt mal. Wow. So. Und jetzt macht sie immer noch Käse drauf und klappt das nochmal für so eine kurze Zeit um, damit halt der Käse schmilzt. So. Das sieht so gut aus. Guck mal. Sieht aus wie eine Pizza. Bei der geht das voll leicht ab. Ja. Geil. Ja, ne? Vielleicht Ketchup oder Aioli? Das schmeckt wie eine Pizza. Mhm. Das ist voll lecker. Das ist echt richtig lecker. Aber ich glaube, so eine Soße hilft. So Ketchup oder Aioli dazu wäre noch richtig. Mhm. Aber es ist. Es ist sehr cool. Das gibt's jetzt öfter bei uns. Ja. Geil. Mach das nach. Mach das nach. Das ist so lecker. Hi. Es gibt jetzt Nachtisch. Weil ich brauche immer Nachtisch. Wir machen jetzt gesundes Cookie Dough. Die machen das mit weißen Bohnen. Ich hoffe, das sind weiße Bohnen. Und Datteln. Ich habe die jetzt so in Wasser getan, weil da stand so Dattelwasser. Und ich dachte so, okay, dann mach. Also, das ist nicht so eine genaue Beschreibung, wie das jetzt geht. Ich hasse Rezepte, die nicht sofort zeigen, was reinkommt. Zutaten: 200 Gramm weiße Bohnen, 2 Esslöffel Einweichwasser, 100 Gramm Datteln, 65 Gramm Erdnussmus, 1 Esslöffel Mandelmehl. Haben wir alles da? Haben wir alles da. Yeah! Okay, machen wir Mixer. Diese Musik. Du darfst aber auch nicht so viel. Obwohl, das ist ein Gimbal, da wird das nicht so kacke sein. Weil letztes Mal kacke nicht so schön hat. Selbst hingeschrieben, danke Flo für die Kamera. Am Anfang, der Rest war nicht okay. Ich will ein bisschen Schokolade schmelzen, aber das ist immer so anstrengend. Kann ich das in der Mikrowelle? Ja, ich kann es auch in der Mikrowelle machen. Keine Ahnung, ob ich dann. Also ohne Plastik dann aber, ne? Was? Ich hab das jetzt so reingezogen. Also ich verstehe nicht, wie man Datteln essen kann, so ganz. Pur. Weil das ist so ekelig in der Konsistenz. Pur. Du magst Datteln im Speckmantel, halt's Maul. Da sind die ja nicht pur, da sind die im Speckmantel. So. Und, mein Lieblingsprodukt. Das Erdnussmus von Koro. Kannst du nicht Cashewmus von Koro reintun? Das ist mein zweiter 1-Kilo-Pot. Ich brauche ungefähr einen Monat, um so ein Ding leer zu kriegen. Alle 6 Monate werden die Kiloweise. Florian mag lieber Cashew. Hier, Cashewmus von Koro. Die schmeckt viel besser. Ich mag die nicht. Von Koro. Die schmeckt nicht gut. Aber Flo mag die, also schmeckt sie ja, irgendwem schmeckt sie gut. Aber das hier, einfach geil. Also wenn ihr Erdnussmus nicht mögt, probiert mal Cashewmus. Das stimmt. Oder, boah, das könnte da drin auch geil sein. Das stimmt. Boah, so viele geile Sachen einfach. Ja, gut, machen wir erstmal nach Rezept, ne? Guck mal, wie geil das ist. Du musst da jetzt den Rabattcode reinschreiben, den ihr nämlich kriegt, wenn ihr bei Koro bestellt. Am besten noch so maskieren, ne? Der soll sich da so reinrühren. Noch mehr Wünsche, Chef. Vanessa Berg übrigens, ganz groß geschrieben. Damit du mich nicht nochmal... Damit du das siehst und nicht jedes Mal in mein Zimmer gehen musste. Das war jetzt nur für dich so. Jedes Mal, wenn... 65 Gramm. Jedes Mal, wenn Flo meine Videos schneidet und ich eine Koro-Produktplatzierung reintue, kommt er in mein Zimmer und ist so, das war nochmal ein Rabattcode. Ich weiß, dass es Vanessa Berg ist. Ich schreibe nur auf klein und dann bist du mad und sagst so, du Wichser. Du kriegst heute keinen Lohn. Leiden Sie auch unter einem schlechten Chef, einer miesen Führungskraft? Ja, mein Freund arbeitet für mich. Ups, bisschen zu viel. Naja. Boah, es gab so Mandelmehl beim Mehl und das war so, hat so 3 Euro gekostet. Und dann gab es Mandeln gemahlen und blanchiert bei den Mandeln und hat halt
Dein kleiner Finger fuckt mich so und hat so einen Euro weniger kostet mindestens. Ist Mandelmehl denn Mehl aus Mandeln, also einfach geraspelte Mandeln? Das Wort gemahlen sagt doch schon, dass es Mehl ist, oder nicht? Vielleicht tun die dann noch Wasser rein. So. Oh, übrigens, der Mixer, der ist auch von Koro. Stimmt. Der ist richtig gut. Das ist auch der günstigere, die haben noch so eine andere Version. Aber der, falls ihr einen Hochleistungsmixer, heißt das so? Das ist wirklich ein richtig guter Preiswerter noch, weil die sind meistens sehr, sehr teuer. Und der ging voll klar und der ist richtig gut. Toll. Dann gibt's jetzt ein bisschen davon. Das dauert voll lange. Ja, schön kriege ich sie jetzt leider nicht. Hast du gedacht, so schön die Gläser, schön machen. Manu, ein paar Schokodropsis dürfen natürlich nicht fehlen. Oh, ey, das ist aber auch eine blöde Konsistenz. Och, das sieht doch einfach kacke aus. Nee, das geht so nicht. Da muss noch ein bisschen... Bisschen schöner muss das. Bisschen noch. Schöner Muster. Wenn man mit einer Perfektionistin zusammen ist. Ich bin so eine Möchtegern-Perfektionistin. Du weißt doch, ich will immer, dass alles einfach aussieht. Soll nicht so aussehen, als hätte ich mir Mühe gegeben und hinterher, es ist ja doch nicht schön. Die Kamera hat nur noch 9%, wir müssen jetzt einen schnellen Test machen. Einen ganz schnellen Test machen. Und meine Schokolade ist noch nicht fest. Meine auch noch nicht 100%. Egal. Ich glaube, es schmeckt gut. Ich glaube auch, sehr wie Cookie Dough. Kann man mal machen. Kann man machen. Mhm. Es schmeckt nicht wie Bohnen. Aber mit der Schokolade ist richtig geil. Mhm. Dafür, dass es so Bohnen und sehr, Erdteln. Sehr erdnussig, aber auch süß. Gut. Du kannst ja dann beim nächsten Mal Cashew-Mousse rein. Heute ist Donnerstag, das heißt, gleich läuft GNTM, also in 2 Stunden. Und währenddessen kann ich kein Essen machen. Deswegen. Wir essen so in einer Stunde ein Abendessen, aber es gibt noch einen Nachtisch danach und den bereite ich jetzt schon mal vor, damit ich gleich Fernsehen gucken kann und nicht noch was backen. Oh Gott, jetzt wird mir auch schlecht, wenn ich mir das angucke. Es gibt jetzt etwas, was ich schon richtig lange mal ausprobieren wollte, und zwar ein Zucchini-Brownie. Ich kenne Zucchini-Kuchen. Ich liebe Zucchini-Kuchen. Oh mein Gott, ich muss mal wieder Zucchini-Kuchen machen. Aber Zucchinis sind manchmal so eklig. Ich habe so eine richtige Phobie, die anzufassen, weil die so dieses komische Fell haben, was so piekst. Also wir brauchen 200 Gramm Zucchini. Also er benutzt Zucchini, Proteinpulver, Backkakao, Mandelmilch, Peanut Butter, Geschmackspulver, Schoko. Da habe ich jetzt dieses Puddingpulver hier. Und dann noch 10 Gramm Schokotropfen. So, das muss man wieder alles einfach in den Mixer tun. Oh mein Gott, ich habe noch nie so eine Packung nicht aufbekommen. Na, wie gefällt dir das? Gegen mich hattest du nicht den Hauch einer Chance. Ich bin der Stärkste, ich bin der Schönste, ich bin genial. Hallo, ich krieg diese Mandelmilch nicht auf. Wer? Ja. Was ist das? Hab ich auch schon probiert. Mach das nicht. Hast du es geschafft? Oh mein Gott, ich schneide das gleich einfach ab, ey. Was ist diese Mandelmilch? Was haben die damit gemacht? Oh mein Gott, du hast es. Vielen Dank. Das ist eine Aggression. Tschüss. Wir haben es auf. Das wird echt ein flacher Brownie. Wir machen jetzt Ramen. Und zwar, ja, eigentlich einfach nur mit nicht. Wir brauchen einmal Knoblauch. Das muss jetzt erstmal brutzeln. Es ist noch nicht heiß. Also soll ich hier die Kamera ausmachen oder was? Also mich habe ich jetzt für 2 Sekunden diese Kamera angemacht. Ja. Die hat auch gar keine Mengenangaben. Also ich glaube, das ist so das simpelste Ramen. Rezept, was man machen kann, und sie hat gar keine Mengenangaben, also freestyle ich das jetzt wieder. One kiss is all it takes, falling in love with me. Hier sind übrigens, ist der Brownie. Habe ich noch gar nicht gezeigt, oder? Der ist sehr flach. Oh, der Knoblauch,
Das Knoblauch fängt an zu brutzeln. Kennt ihr Leute, die Knofi sagen? Warum? Warum sagen das Leute? Wovon kommt das überhaupt? Es heißt auch Knoblauch. Wo ist dieses F auf einmal? Ich tue da jetzt Sesamöl von HelloFresh rein, weil HelloFresh uns etwas Falsches geschickt hat und deswegen haben wir nur Sesamöl übrig. Mann, hier ist es voll hässlich, wenn du nach da filmst. Ich filme nur so hier. So, dann kommt als nächstes Sojasauce. Wow! Reisessig. Dann kommt da brauner Zucker rein. Und Sriracha noch. Aber nicht zu viel, weil ich mag nicht scharf. Mehr. Da könnte man jetzt eigentlich noch ganz viel Gemüse reinhauen, aber dazu war ich jetzt auch zu faul. Alle Menschen, die so richtige Rahmen-Pros sind, lachen uns gerade aus für dieses Rezept bestimmt. Ey, wenn das richtig gut schmeckt, dann kann man das öfter essen. So ist das gut. Ich glaube, was du ausdrücken wolltest, es wäre schön, wenn das gut schmeckt, weil es so einfach ist. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Hi! Ja, wir sitzen andersrum. Ich habe heute entschieden, dass ich so sitzen möchte. Manchmal braucht man ein bisschen Abwechslung. Ich bin glücklich, dass du diese Abwechslung willst und nicht eine Abwechslung von einem minimalen Kerl. Ja, das ist halt auch einfach so. Wisst ihr, wenn man schon 7 Jahre zusammen ist, die Abwechslung brauche ich nicht. Aber manchmal einmal den Platz tauschen, das ist das, was ich brauche. Hast du für mich auch eine Gabel? Vielen Dank. Es ist gut, ja. Ein bisschen zu süß, finde ich. Ja, finde ich auch. Habe ich ein bisschen zu viel Zucker reingemacht. Aber es ist noch gut. Mhm. Das ist eine gute Basis für das mit Gemüse. Ja. So, es ist Brownie-Zeit. Der ist halt mega flach geworden. Ich hatte keine passendere Ofenform. Und wir haben ein bisschen Eis dazu. Da ist Erdnuss drin, oder? Ja, ein bisschen. So 20 Gramm aber nur. Ist jetzt nicht so geil. Naja. Mit Eis ist es erträglich, aber brauche ich nicht nochmal. Ja, auf keinen Sinn. Nee, überhaupt nicht. Und das war's mit diesem Video. Dann würde ich sagen, abonniert meinen Kanal. Lasst einen Kommentar bitte da. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss.